Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Paper Mario 64. Ich habe direkt hier ein Safe Space gemacht. Beziehungsweise Safe State, damit ich nicht immer hierhin wieder zurücklaufen muss. So. Ich versuche jetzt mal mein Glück. Was willst du? Willst du immer noch gegen mich kämpfen, um zu wissen, was in dieser Schatzkiste ruht? Denkst du, du kannst mich besiegen? Hat beim letzten Mal ja auch nicht so wunderbar funktioniert. Also, ich gebe dir nochmal eine Chance. Renn lieber weg. Was? Du willst weiterkämpfen und nochmal verlieren? Na gut, wenn es unbedingt sein muss, mein Freund. So, dann mache ich doch mal den Powersprung. 7 Schaden, das ist doch gut. Ich muss den scannen. Ich muss es. I'm sorry. Ich mach ganz schnell. 50, 10, ja, 12. Wunderbar. Au. Wenn 7. So, dann wechsle ich doch mal. Auf Bu. Mache direkt die Ohrfeige. Das heißt, ich kann eigentlich 12 Schaden pro Runde machen. So, ich setze jetzt einmal Superpilz ein. Immerhin benutze ich jetzt mal die Items. Peng, 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 peng. Okay, Na komm, ich mach mal den Powersprung. In der Hoffnung, dass er die andere Attacke nicht macht. Aber wir haben ja noch einen Heilpilz. Lebenspilz. Okay, wenn er jetzt den Normalangriff... Na ja, klar. Rette mich, Lebenspilz. Wir wissen ja, wo es die zu kaufen gibt. Also von daher ist es eigentlich kein Verlust. Dann kann ich die... Ah, dann macht 7 Schaden. Nicht ganz. Dann heile ich mich mal lieber eine Runde. Und in der nächsten Runde ist er dann down. Und dann haben wir den tatsächlich down gekriegt. Weil dann reichen beide Attacken. Macht auch 10 Schaden. Halleluja. Oh, gut, dass ich Heilung eingesetzt habe und gewartet habe. Erfahrungspunkte, das ist gut. So, was ist jetzt in der Truhe? Ein Kraft-Plus-Orden. Habe ich denn noch Orden, die ich ablegen könnte? Nicht wirklich. Schnellwechsel ist halt eben gut. An die V-Hieb könnte ich entbehren. Powersprung ist eigentlich praktisch. Jun eigentlich auch. Erdbeben vielleicht fürs Erste. Ein super Sprung. Dann warte ich mit den nächsten auf ein Level up und dann kann man das nächste einsetzen. Apropos. Komm bitte her. Ich muss mich einmal heilen.
So, der erste ist schon mal down. Wunderschön. Ach, dammit. Bum, 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 bum. Ja, mit Bombett hätte ich den besiegt. Nein, die machen 6 Schaden, ne? Oh, danke schön. Weil die Attacke kann ich definitiv nicht abwehren. In der Hoffnung, dass ich noch irgendwie Power-Ups kriege. Wir können ja hier noch weiter, ne? Da war doch was. Ach stimmt, das war ja dieser Ort hier, ne? Feuerblume, wo ist der Dude mit Heilung? Hier. Also bitte hier. Komm zurück. Braucht die Heilung. Und dann wechsle ich einmal auf Bombett. Boah, Bombe. 6 Schaden, okay, das hätte mit 7 nicht gereicht. Habe ich jetzt auch extra gemacht, aufgrund dessen, dass ich hier mich einfach heilen kann. Ohne das Tore zu verschwinden. Okay. Dann würde ich mal sagen, gehen wir wieder zurück zum Anfang, weil es ging ja auch noch rechts lang. Mal gucken, was da auf uns lauert. Dim, dim, dim. Ich möchte jetzt auch nicht gegen jeden Schalker kämpfen. Die geben mir kaum Erfahrungspunkte. Ach, hier ist wohl scheinbar... schon mal nicht. Auch nicht. Ah, da. Perfekt gelandet. Oh, eigentlich muss ich mit diesem Ohren Backtracking betreiben. Perfekt, Mario hasst dieses Zeug. Wenn er es findet, wird er sich umkehren. Aber eigentlich sieht das nicht gerade nach etwas aus, vor dem Mario Angst hätte. Ich frage mich, ob man Peach Worten trauen kann. Aber egal, König Bowser hat es befohlen. Und er ist der Boss. Ich muss kündigen. In diesem Moment, wenn der Kater mit meinem Schuh spielt... Erstangriff erfolgreich, das wollte ich echt. Okay, wir machen einfach einen kurzen Prozess. Bum, bum, bum. Wir kriegen ja eh wieder Heilung, von daher. Gibt halt eben wirklich kaum Erfahrungspunkte. Ja, bei manchen kann ich die jetzt blocken. Dem, dem. Lass mich raten. Ein Boom. Was ihr das im Hintergrund hört, der Garter spielt rum. Geht das nichts? New. Elements in all the mines. Oh, das ist ein neuer Schalker. Ich weiß, man kann es wechseln, aber. Erster Angriff erfolgreich.
Ein Sky Guy. Das ist ein Sky Guy. Sky Guys sind meisterhafte Ballonfahrer. Maximale KP 7, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Auch die Ballons können angegriffen werden. Wenn sie zu Boden fallen, sind sie nichts anderes als normale Shy Guys. Ich wünschte, ich hätte auch einen Ballon. Dann könnte ich schweben. Das sieht einfach toll aus. Warte mal. Ich würde eigentlich die andere Attacke einsetzen. Dafür haben wir nicht mal genug Sterlepunkte. Aber der erste Shy Guy ist schon mal down. So viel Schaden macht das ja nicht. Oh, das kriegen wir hin. Okay, und du bist jetzt auch Geschichte. Nee, selbst von diesem Sky Guys kriegt man nur einen Erfahrungspunkt. Ich bin gespannt, wer in dieser Welt unser Partner sein wird. Falls wir einen bekommen sollten. Kann ich eigentlich hier hinter? Ja, aber da ist nichts. Aber ein Sternsplitter. Hab dich gesehen, mein Freund. Hier kann ich rein. Aber muss ich auch da rein, weil hier ist Endstation. Das lief ja wunderbar. Mario. Ich brauche einmal Paracarry. Beam me up, Paracarry. Nochmal ein Sternsplitter, nice. Man bedenkt, dass ich 25 für Angriffsplus ausgegeben habe und hier Angriffsplus kriege. Naja, ne? Ich kann auch darüber fliegen. Aber das probiere ich auch mal aus. Da kann ich gar darüber springen. Ja, das funktioniert. Ein Donnerblitz. Mario setzt Donnerblitz ein. Der Lagerschlüssel. Okay, dann geht's zurück zum Lager, ne? Jupp. Vielleicht kriegen wir da einen Zug. Was ich eher nicht behaupte, warum sollte in so einem großen Laden ein Zug sein? Aber wir reden hier von Mario, ne? Da ist alles möglich. Ist ja eh in der Nähe, also von daher. Oh Mario, du bist... es ein Schalker, ja. Du hast den Schlüssel, also... ich mache dann auf. Toll, Mario, du hast es geschafft. Vielen herzlichen Dank. Du hast meine Existenz gesichert. Ich muss jetzt keine Insolvenz eintragen. Weißt du was? Nimm dir einfach alles, was du brauchst aus meinem Lagerraum. Das ist nur ein kleines Dankeschön dafür, dass du meinen Lagerschlüssel wieder beschafft hast. Jetzt muss ich doch Insolvenz anmelden. Was haben wir hier? Bürber, nee.
Spielzeugbahn, Tatsache. Und aber sonst brauchen wir eigentlich nichts von. Was ist, wenn ich jetzt wieder reingehe? Wir sagen einfach nicht, dass eins seiner Sachen jetzt weg ist. Das sagen wir besser nicht. Sonst tritt er durch. Ich würde durchdrehen, wenn ich einen Laden besitze und dann ist auf einmal eine Ware weg und er ist nicht mehr in seinem Besitz. So, bitteschön. Ja gut, wir schrumpfen ja, wenn wir reinspringen. Also wird es natürlich dann auch klein. Also, ich habe vergessen drauf zu springen. Ich habe einfach so A gedrückt. Was sagt ihr jetzt? Der Zug fährt wieder. Wir können jetzt jederzeit losfahren. Okay, nach Hurt können wir nicht. Da ist die Schiene kaputt. Dann würde ich mal sagen, fahren wir nach Pink. Juhu, wir sind wieder im Geschäft. Dieser Zug fiel vom Himmel und landete genau auf unseren Schienen. Der Personenverkehr ist wieder in Betrieb. Bitte benutze die Schalter vor jeder Haltestelle, um die Fahrrichtung des Zuges zu bestimmen. Weißt du nun, in welche Richtung du fahren willst? Sag mir bitte nochmals Bescheid, wenn du dir sicher bist. Alles einsteigern. Pinker Bahnhof. Wir fahren los, alles einsteigern. Nächste Haltestelle, Pinker Bahnhof. Pinker Bahnhof. Oh yeah. Balu, oh yeah. Balu. Ankunft, Pinker Bahnhof. Willkommen am Pinken Bahnhof. Hier ist auch schon wieder was. Das ist auch direkt eine Box. Was ist da drin? Briefbeutel. Okay. Gut, aber bevor wir zurückgehen, schaue ich mich erstmal hier weiter um. Einmal speichern, bitte. Falls die Switch auf einmal abbrechen sollte, damit es schon mal hier abbrechen, abstürzen sollte, sind wir schon mal so gesichert. The Shy Guy is on fire. The Shy Guy is on fire. Wer bist du denn? Autsch. Na, zwei Schaden, das geht ja noch. Scan erstmal den hier, bitte. Medi-Guy. Das ist ein Medi-Guy. Medi-Guy sind die Notfallhelfer unter den Shy Guys. Maximale KP 7, Angriffskraft 1, Verteidigung 0. Sie haben die Fähigkeit, ihre verwundeten Freunde wieder zu heilen. Aber sie greifen auch an. Wir sollten sie so schnell wie möglich kampfunfähig machen. Es kann richtig nervig werden, wenn sie sich ständig den Schaden, den wir verursachen, wieder erheben. Das ist wahr. Macht aber noch 5 Schaden. Na komm. Wäre schön, wenn der mich heilen würde. Der fällt mir gerade ein, wenn man den nächsten Angriff Plus einsetzt, dann kriegen die ja 8 Schaden. Holy moly. Das ist ein Spy Guy. Spy Guys sehen in ihren Tarnanzügen aus, als wären sie in geheimer Mission unterwegs. Maximale KP 7, Angriffskraft 2. Jedes Mal, wenn sie angegriffen werden, wechseln sie ihre Waffe. Versuche ihre Hammerattacke auszuweichen. Noch jeden Treffer büßt du eines deiner Kommandos ein. Ja. Und wechselt er jetzt die Waffe? Tatsache, der wechselt auf den Hammer. Bringt er jetzt auch nicht mehr viel.
Aber da gibt es 2 Erfahrungspunkte. Level Up ist schon ein bisschen langwierig. Aber hin kriegen wir ein bisschen Level Up. Es geht noch weiter nach links. Dum, 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 dum. Hallo? Alle nennen mich Gourmet-Guy. Ich weiß nicht wieso. Ich bin nur ein gewöhnlicher Schalker mit einer Vorliebe für gutes Essen. Ich bin hungrig. Aber nicht das, was ich habe, will er haben. Er möchte bestimmt irgendwas Besonderes. Und hier komme ich auch nicht weiter. Und wenn ich was Besonderes brauche... halte ich mich mal, damit ich Platz im Inventar habe. Da hinten ist wieder so ein Groove Guy. This shy guy is not on fire. But this shy guy is on fire. Für eventuelle Ohrenschmerzen nehme ich keine Haftung. Weil ich schief singe. Da oben ist wieder so ein Ballon-Guy. Komm runter. Na, gegnerischer Erstangriff. Ach, Mensch. Au. Also erst muss der down. Er heilt sonst alle. So, dann einmal hier. Flup. Und flup. Okay, das kriegen wir gekontert. Okay, dann setze ich auch einmal mal kurz wieder Erfrischung ein. Einfach nur, weil ich es kann. Okay, meiner Meinung nach muss ich jetzt nicht versuchen zu blocken. Aber ich mach's trotzdem. So, dann setzt du mal Fokus ein. Dann ist die Sternenergie bald wieder aufgeladen. Aber immerhin die Hälfte vom Level Up. Das ist schon mal gut. Krieg ich Heilung? Nein, krieg ich nicht. Und dann hole ich jetzt auch mal langsam wieder Buhu raus. Weil falls mal wieder ein neuer Gegner kommen sollte, können wir ja immer noch wechseln. Hui. Okay, ich komme hier hin. Na gut. Dann einmal hier. Blup. Ach Mist. Aber gut, wir können auch mit Buhu regeln. Mist. Was macht er da? Der ruft Verstärkung. Okay. Nicht, wie man den blocken soll.
Ich habe eine andere Idee. Sternensturm. Das ist eine schöne Attacke. Man gibt es tolle Erfahrungspunkte. Das kann man nicht abstreiten. Und Leben. Verteidigungsplus-Orden verringert jeglichen erlittenen Schaden um 1. Wie brauche ich dafür? 6. Kann ich eigentlich damit tauschen? Mal so habe ich jedenfalls einen festen. Auch wenn ich es nicht schaffe zu blocken. Gut, dann würde ich jetzt aber an dieser Stelle sagen, mach mir eine Pause. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Paper Mario 64. Bis dahin, tüdelü.